Diese Sendung wird präsentiert von Neobet. Pro musst du sein. Heute gibt es drei goldene Themen. Und das sind sie. Er steht unter einem gewaltigen Druck. Die nächsten beiden Rennen in Ungarn und Belgien sollen über seine Zukunft entscheiden. In der Sommerpause soll dann bei Red Bull eine Entscheidung über seine weitere Zukunft getroffen werden. In einem Interview sprach Sergio Perez nun über das zuletzt katastrophale Wochenende in Silverstone und erklärte, warum die kurze Auszeit für ihn so wichtig war. Trotz Gerichtsurteil kein Ende des Streits zwischen dem US-amerikanischen Haas-Team und Ex-Sponsor Uralkali. In einer Pressemitteilung offenbarte das russische Unternehmen, dass Haas bislang weder die ausgeurteilte Zahlung vornahm, noch ein Auto aus der Saison 2021 aushändigte. Nun droht das Team von Ex-Fahrer Nikita Mazepin mit weiteren rechtlichen Schritten. Die Cockpits werden nach und nach für die kommende Formel-1-Saison belegt. Nachdem zuletzt Esteban Ocons Zukunft mit einem Wechsel zu Haas geklärt ist, verbleiben nur noch Sauber Audi, Williams und Alpine als mögliche Optionen für Mick Schumacher. Doch Williams winkte bereits 2023 ab. Bei Sauber Audi und Williams sollen andere kommen. Für Mercedes, Racing Bulls und gegebenenfalls auch Red Bull wird der 25-Jährige nicht in Frage kommen. Nun die Frage, was ist Plan B mit Schumacher? Und das Ganze jetzt. Ausgabe Nummer 322 und beginnen wollen wir diese Sendung mit Sergio Perez, wo wir natürlich alle wissen, dass Sergio Perez seit Monaten gewaltig unter Druck steht. Für den Mexikaner wiederholt sich offensichtlich die Formkrise, die er auch schon im vergangenen Jahr hatte. Dieses Mal jedoch gefühlter und vor allem auch intensiver, trotz seines eigentlich neuen Vertrags. Gerade jenes Formtiefs stürzt schon bald auch das gesamte Team in eine Krise. Denn anders als noch im vergangenen Jahr kann man es sich aufgrund der massiven Konkurrenz von McLaren, Mercedes und Ferrari nicht mehr leisten, nur einen Fahrer zu haben, der eben all die Punkte nach Hause fährt, während von Sergio Perez weit und breit eben nichts zu sehen ist. Selbst die eigenen Ingenieure fordern langsam sein aus, trifft es sie natürlich auch ganz besonders, da Misserfolg und Erfolg natürlich auch über Bonizahlungen entscheiden. In den vergangenen 6 Rennen gelang es Perez gerade einmal mickrige 15 Punkte einzufahren, definitiv viel zu wenig für die eigentlichen Ansprüche des Teams. Im direkten Vergleich mal zu Max Verstappen, der holte wiederum in den letzten 6 Rennen satte 119 Punkte, also 104 Punkte mehr als sein mexikanischer Teamkollege. Ja, und der jüngste Tiefpunkt für Perez war Silverstone. Im Qualifying bereits erneut in der ersten Session rausgeflogen, landete er nur auf dem vorletzten Platz, startete am Rennsonntag dann aus der Boxengasse. Rückblickend dazu sagt er, das war ein Tag zum Vergessen. Irgendwie hat nichts funktioniert. Wir haben etwas riskiert und wechselten früh auf die Intermediates, weil wir dachten, dass es schneller mehr Regen geben würde. Aber das war einfach zu früh und wir haben viel Zeit verloren. Ja, durch das desolate Rennen rutschte Perez im Nachgang von Platz 5 auf Platz 6 in der Fahrerwertung ab. Hamilton und Russell, die lauern bereits direkt dahinter. Jetzt gab es ein paar Tage der Pause, die auch für Sergio Perez sehr wichtig waren. Die kamen ihm gerade recht, wie er nämlich selbst betont und sagt, es war gut, ein paar Tage abseits der Rennstrecke und des ganzen Lärms zu haben. Manchmal ist das besonders wichtig. Ich habe etwas Zeit mit meiner Familie verbracht, aber auch hart trainiert und ich war auch im Formel-1-Werk, um zusammen mit dem Team im Simulator zu trainieren. Und weiter. Wir haben analysiert, wie ich meine aktuelle Form verbessern kann. Das machen wir immer so, wenn wir arbeiten zusammen an Lösungen und schauen, dass wir die Probleme als Team aus der Welt schaffen.
Ob ihm das gelingt, wie er eigentlich selber ja schon so oft prophezeit, das bleibt natürlich abzuwarten. Aber lange müssen wir nicht drauf warten, denn schon an diesem Wochenende geht es ja weiter, nämlich nach Budapest und eine Woche später dann nach Spa. Und klar ist auch, das dürften zwei Rennen sein, die über sein weiteres Schicksal in der Formel 1 entscheiden werden. Denn schon innerhalb der Sommerpause, und das hatte ja auch Helmut Marko angekündigt, soll man sich oder will man sich vielmehr zusammensetzen und beraten, wie es weitergehen soll. Das betrifft im Übrigen auch die Zukunft von Danny Ricciardo. Ja, jetzt gehen wir mal rüber zu unserem zweiten Thema. Und da sprechen wir zum einen über das Haas-Team, aber vor allem auch über dessen ehemaligen Sponsor, Hauptsponsor Uralkali. Im Zuge des Angriffskrieges seitens Russland auf die Ukraine musste natürlich auch das Haas-Team reagieren. Nämlich noch vor Beginn der Formel-1-Saison 2022 schmiss man nicht nur Nikita Mazepin raus, nein, auch den Sponsor. Und seither gibt's Stress, der eigentlich vor Gericht sein Ende finden sollte. Tut's aber nicht. Weiter mit Thema Nummer 2. Es ist nicht nur das zweite Thema dieser Sendung, nein, es ist auch die zweite Runde in der Auseinandersetzung zwischen dem Haas-Team und seinem ehemaligen Sponsor Uralkali, die da nun eingeläutet wurde. Ja, nachdem ein Gericht längst in der Auseinandersetzung entschieden hatte und damit auch sein Urteil gefällt hatte, ist der Zoff beider Seiten allerdings noch nicht zu Ende. Von ursprünglich rund 12 Millionen Euro hatte das Gericht nämlich Haas verurteilt, rund 8 Millionen Euro zurückzuüberweisen. Doch das tat man nicht. Jetzt hat Uralkali auf der eigenen Seite eine Pressemitteilung bekannt gegeben, indem man genau dazu Stellung bezog bzw. auch verriet, wie es da seit dem Gerichtsverfahren weiterging. Und das heißt, leider hat Haas im festgelegten Zeitraum weder das Geld bezahlt noch das Rennauto überstellt. Ja, gerade das, diese beiden Aspekte sind nämlich im Urteil des Gerichts genauso festgelegt und angeordnet worden. Ja, Haas hatte ja, nachdem man ja dann den Sponsor damals rausschmiss, ja das Sponsoringgeld zurückbehalten bzw. nicht an Uralkali zurückerstattet und hätte es aber tun sollen, zumindest mal einen gewissen Teil davon. Und man hätte eben auch ein Auto aus der Formel 1 Saison 2021 an Uralkali aushändigen sollen. Dazu heißt es von Uralkali: und das steht im Widerspruch dazu, was beide Seiten unterzeichnet haben. Das verleiht dem Begriff unsportliches Verhalten eine ganz neue Bedeutung. Anfang diesen Monats hatte Uralkali Haas ein Schreiben zugesandt, um dann auch die Übergabe eben genau jenes Autos aus der Saison 21 in die Wege zu leiten. Aber man erklärt, dieses Schreiben blieb aber unbeantwortet. Innerhalb dieser Pressemitteilung hatte jetzt Uralkali angekündigt, weitere rechtliche Schritte in die Wege zu leiten. Und dazu heißt es: wir werden alle rechtlichen Möglichkeiten nutzen, um die Umsetzung des Urteils zu erwirken. Und ganz verkneifen konnte man sich dann auch nicht am Ende dieser Pressemitteilung, auch sich an die jetzigen Sponsoren von Haas zu richten. Und da heißt es: alle aktuellen und potenziellen Sponsoren des Teams sollten sich bewusst sein, wie man mit ihnen umspringt. Haas selber allerdings will sich zu diesem Vorgang nicht äußern. Auf Nachfrage von Motorsport Total hatte Haas wiederum erklärt, dass man dazu keine Aussagen tätigen werde, also man die Angelegenheit unkommentiert lässt. Aber Haas hat immerhin auch etwas Positives in den eigenen Reihen zu vermelden, demzufolge auch einen kleinen Grund zur Freude, denn Haas hatte nämlich jetzt in dieser Woche mitgeteilt, dass man den Vertrag mit Ferrari auch verlängert habe, und zwar bis Ende 2028. Seit dem Einstieg von Haas im Jahre 2016 arbeitet Haas eben auch mit Ferrari sehr eng zusammen. Dazu gibt es ein Statement tatsächlich von Hayao Komatsu, dem Teamchef von Haas, und er sagt: alle Organisationen sind wir immer nur mit Ferrari-Aggregaten gefahren. Diese anhaltende Stabilität beim nächsten Reglement ist ein wichtiger Teil unserer laufenden Entwicklung. Also, zumindest mal, was die Zukunft betrifft, soll man einigermaßen
gut aufgestellt sein, was die Vergangenheit betrifft. Da scheint es noch ein paar Dinge zu geben, die es zu klären gilt. Ja, und etwas zu klären hat eigentlich auch noch mit Schumacher, der ja nach wie vor weiter auf ein Formel-1-Comeback hofft. Allerdings muss man jetzt mal über eines sprechen, über einen Plan B. Mick Schumachers Plan A ist eine Rückkehr in die Formel 1. Doch wenngleich sich die Teams, die derzeit noch über ein freies Cockpit verfügen, nicht gerade besonders um Mick Schumacher reißen, sondern sich eher anderweitig umschauen, selbst auch bei Alpine, für das er ja in der WEC wiederum fährt, macht er selber keinen Hehl daraus, dass es nach wie vor sein weiteres Bestreben ist, eben ganz gleich, wie lange es auch dauern möge, eben in die Formel 1 zurückzukehren. Denn nach seinem eher unfreiwilligen Abgang bei Haas nach der Saison 2022 blieb ihm in der Formel 1 bis heute nur die Rolle des Reservisten, zum einen beim Mercedes-Werksteam, aber eben auch beim Kundenteam von McLaren. Ja, und um eben nicht gänzlich aus den Köpfen der Fans und vor allem auch der Teams zu fallen, entschied sich eben mit Schumacher Anfang 2023 für ein Engagement in der Langstrecken-WM, also in der WEC, wenngleich seine Leistung jetzt nicht besonders über jenen auch der anderen Fahrer, eben vor allem auch aus dem eigenen Team liegen, konnte er zumindest am vergangenen Wochenende bei den 6 Stunden von Sao Paulo als 10. Platzierter immerhin einen WM-Punkt einfahren. Doch was ist eigentlich mit einem Plan B, wenn Plan A, wonach es auch in diesem Jahr wieder aussieht, eben nicht umsetzbar ist? Die ganz einfache Antwort: er bleibt einfach weiter in der WEC. Darüber sprach er nämlich in einem Interview mit Racing News 365 und sagt: es ist eine gute Meisterschaft, sicherlich ein guter Plan B und eine gute Alternative, wenn sich keine Optionen in der Formel 1 ergeben. Es ist gut, dass ich weiterhin Rennen bestreiten und damit rennfit bleiben kann. Ich kann sehr viel von meinen Teamkollegen lernen, etwa wie sie gewisse Situationen meistern. Das ist ein echter Vorteil, denn alles, was ich dazu lerne, macht mich zu einem besseren Fahrer. Und ergänzt: es verschafft mir auch einen Vorteil gegenüber anderen Piloten, die diese Erfahrung nicht gesammelt haben. Ich gehe auch davon aus, dass es mich schneller macht, denn je mehr Wissen du anhäufst, desto mehr Mittel hast du, die du in verschiedenen Szenarien anwenden kannst. Ja, das mal die paar wenigen Worte von Mick Schumacher eben gegenüber dem Online-Portal. Ein paar Teams gibt es ja eben noch, die noch ein freies Cockpit eben zu verkünden haben. Da haben wir natürlich zum einen Mercedes, da spielt natürlich Mick Schumacher keine Rolle, wenn überhaupt nur die des Ersatzfahrers, wie eben auch schon 2023 und in diesem Jahr. Dazu kommt womöglich auch noch ein freies Cockpit bei Red Bull, wenn Sergio Perez quasi gehen muss. Wird er dann nicht freiwillig gehen, sondern er wird dann gehen müssen zugunsten eines anderen Fahrers, wer es auch immerhin sein mag. Dann von den eher realistischen Teams wäre ja dann nur Alpine, für das er ja eben in der WEC fährt, aber da hatte ja Flavio Briatore ja kürzlich ganz offen erklärt, man wolle Carlos Sainz verpflichten. Und ja, dann bleiben noch Sauber, Audi und das Williams-Team. James Vowles hatte schon im letzten Jahr abgedankt, beziehungsweise eher abgewunken, nicht abgedankt, sondern abgewunken und kein Interesse an Mick Schumacher geäußert. Und auch bei Sauber, Audi besteht kein Bedarf an einem Engagement des heute 25-Jährigen. Also es sieht auch nach wie vor ziemlich schlecht aus, werden dieses Thema auch nochmal im Laufe dieser Woche anderweitig aufarbeiten. Denn es gibt vor allem auch einen ja doch ziemlich bekannten Ex-Formel-1-Fahrer, der hat mal Tacheles gesprochen. Das im Laufe dieser Woche hier in den Chair One News. Eure Meinung zu diesen drei Themen heute gerne natürlich in die Kommentare. Und am Ende nochmal der Hinweis auf die neue Folge von Klartext mit Günther Steiner am kommenden Dienstag um 19 Uhr hier live auf Champ One und natürlich im Anschluss auf Abruf verfügbar. Dann spreche ich dann mit ihm zum dritten Mal über die aktuellsten Formel 1 Themen und wir werden nicht mit ihm über Mick Schumacher sprechen. Ich glaube, da sind wir alle dann auch herzlich froh, vor allem auch Günther Steiner, aber auch ich.
Soweit für den Moment. Wir sehen uns natürlich schon ganz bald wieder. Das war Ausgabe 322. Ja, und im kleinen nächsten Mini-Jubiläum nähern wir uns ja auch schon dann ja schon ganz bald die Schnapszahlsendung an, ja, beziehungsweise noch bevorsteht, die 333. Sendung. Die wir dann natürlich auch wieder mit einer Menge oder einer Fülle an aktuellen Formel-1-Themen bestücken werden. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die nächsten Sendungen. Und auch natürlich an diesem Rennwochenende sind wir mit dieser Sendung vertreten, wenn dann der große Preis von Ungarn bevorsteht, Samstag und Sonntag. Ja, dann bis zur nächsten Ausgabe. Danke fürs dabei sein und tschüss. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Neobet. Pro musst du sein. Champ One zeigt's allen.